sehr viel bei der männlichen Anziehung auf Frauen dreht sich hier um die Kontrolle des Mannes. Genauer gesagt um dessen Selbstkontrolle. Und so ist es auch im Bett. Je höher deine Selbstkontrolle, desto mehr Vertrauen wird dir die Frau schenken. Und desto selbstbewusster wirst auch du werden. Was im Umkehrschluss dafür sorgt, dass sich die Frau noch geborgener bei dir fühlt. Wenn sie sich geborgen fühlt, wird sie sich dir bereitwilliger hingeben und es wird dir auch leichter fallen, die psychologischen Barrieren, die sie noch haben kann, für dich aufzugeben. Die psychologische Ebene ist bei Frauen die alles entscheidende Ebene, um überhaupt in Stimmung zu kommen. Bei uns Männern reicht das Körperliche ja ganz allein aus, was auch absolut nicht schlimm ist oder verwerflich. Lass dir also von keinem erzählen, dass es falsch sei, einer schönen Frau hinterher zu gucken oder zu versuchen, sie so schnell wie möglich ins Bett zu kriegen. Das ist die Natur von uns Männern, Frauen wissen das. Und es irritiert sie sogar, wenn das bei einem Mann nicht so ist. Dann nämlich nimmt sie an, er begehrt sie nicht. Und von einem Mann körperlich begehrt zu werden, ist die zweite Voraussetzung, damit sie überhaupt in Stimmung kommen kann. Die erste ist wie gesagt die Selbstkontrolle des Mannes und hier ganz besonders die Fähigkeit, den Zeitpunkt des Höhepunktes zu kontrollieren. Eine wunderbare Möglichkeit, dies tun zu können, ist das Training des sogenannten Beckenbodenmuskels, auch PC-Muskel genannt. Bevor ich darauf eingehe, wie das geht und welche Macht die Verbindung von Spiritualität mit Sexualität haben kann, verweise ich auf das wirklich einzigartige 8BO-Programm. 8BO ist die absolute Top-Referenz im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Verstehen der weiblichen Bedürfnisse im Bett geht. Du bekommst hier eine detaillierte Videoanleitung, was du tun musst, um deine Fähigkeiten so zu nutzen, dass Frauen einfach nicht genug von dir bekommen werden. Es wird nicht nur intensiv auf die verschiedenen Arten des weiblichen Höhepunktes eingegangen, von denen übrigens selbst die allermeisten Frauen keine Ahnung haben, sondern auch wie du bei Frauen und sogar bei dir selbst mehrfache Höhepunkte auslösen kannst. Sieh dir das unbedingt mal genauer an. Ich setze dir einen Link zum Programm unten in die Beschreibung. Okay, lass uns jetzt zum Beckenbodentraining kommen. Beckenbodentraining kann sich erstaunlich vorteilhaft auf das Sexleben auswirken, da es die Dauer und Härte der Erektion verbessern kann. Dieser PC-Muskel, der hier trainiert wird, ist der Schambein-Steißbein-Muskel. Mit diesem unterbrichst du zum Beispiel das Urinieren, wenn du willst. Wenn du also beim Pipi-Machen laufen lässt und abstoppst, dann kommt genau dieser Muskel zum Einsatz. Der Beckenboden bildet die Basis für deine sexuelle Kraft, da er die Blutzufuhr zu deinem besten Stück beeinflusst und so auch für die Sauerstoffversorgung zuständig ist. Das Training dieses Muskels ist also eine richtig gute Sache. Inzwischen berichten ja sogar auch Mainstream-Quellen darüber. Also beim Fokus habe ich schon darüber gelesen und selbst der DFB empfiehlt das Training, soweit ich weiß. Hier sind drei einfache Übungen, die du sofort nachmachen kannst. Erstens, aufrecht hinstellen, Beine schulterbreit auseinander, Knie leicht angewinkelt. Jetzt die Gesäßmuskeln anspannen, das Becken nach vorne bringen und die Knie angewinkelt lassen, also so, als ob du es in Zeitlupe tust eben. Halte nun die Anspannung für ein paar Sekunden lang und gehe dann zurück in die Ausgangsposition. Zweitens, das Becken heben. Lege dich auf den Rücken, die Beine angewinkelt. Hebe nun dein Becken an, sodass Bauch und Oberschenkel eine gerade Linie bilden. Ziehe dabei den Bauchnabel nach innen und spanne den PC-Muskel wieder für ein paar Sekunden lang an. Wiederhole diesen Ablauf ca. 10 Mal und fertig ist eine Übungseinheit. Drittens, das spontane Anspannen des PC-Muskels, ohne dass es jemand mitbekommt. Im Ernst, du musst nicht mal versuchen abzulenken, denn es bekommt wirklich keiner mit. Die kleinen Anspannintervalle kannst du völlig unabhängig von deiner Umgebung und Tätigkeit in den Alltag integrieren. Erhöhe dabei sukzessive die Zeit im angespannten Zustand. Wenn du hartnäckig bist, kommst du schon nach ein paar Wochen auf eine ganze Minute oder länger.